Am 26. und 27. Oktober diesen Jahres fand die 7. Ausstellung der Modellbaugruppe Fellmar in der weiträumigen Mehrzweckhalle von Frommershausen statt. Ich glaube, dass bei eingefleischten Modellbauern und Modelleisenbahnern diese Art Veranstaltung immer beliebter wird. Die großen Modellbaumessen wie in Dortmund mutieren immer mehr zur Massenverkaufsveranstaltung. Feine Modellbauspezialitäten muss man dort häufig erst suchen. Da die Messehallen nicht bei jedem direkt vor der Haustür liegen, muss man meist einen ziemlichen Anfahrstress in Kauf nehmen. Dann kommt erschwerend noch hinzu, dass man Parkgebühren abdrücken muss und einen recht heftigen Eintrittspreis. Und für das Gezeigte ist das eindeutig zu viel. Natürlich werden die Messen ihr Publikum auch weiterhin behalten, aber die Spezialitäten wird man dort nur mühsam und vereinzelt finden. Angeblich wurde die Messe in Karlsruhe gekippt, weil nicht mehr genügend Aussteller bereit waren, teures Geld und ihre knappe Freizeit für so eine Mammutveranstaltung zu investieren. Man sagt auch, die Standpreise wären über das erträgliche Maß hinaus angestiegen. Die Verlagerung nach Sinsheim galt unter Eingeweihten als kläglicher Rettungsversuch. Die Veranstalter in Fellmar bewiesen einen guten Geschmack und zeigten eine breite Ausstellerpalette, die fast jede Sparte des Modellbaus bediente. Feine Ausstellungsstücke machten die Veranstaltung zu einem großen Genuss. Für den Modellbahner waren die Mosel-Anlegestelle in halb Null und die Freelance-Feldbahnanlage im Maßstab 1:48 eindeutig die Höhepunkte. Hobbysammler konnten sich an diversen Fahrzeugen aus allen Sparten erfreuen, wobei die Blecheisenbahn mit den uralten und betriebsfähigen Schätzchen ebenfalls ein besonderer Höhepunkt war. Früher bekamen Amateur-Modellbauausstellungen häufig das Etikett Militaristentreffen verpasst. Ja, es gab eine Zeit, da hat man sehr viel Modelle aus dem Militärbereich gesehen. Das hat sich aber im Laufe der Zeit verändert, da man auf Veranstalterseite erkannt hatte, dass nur der gute Mix der verschiedenen Modellbausparten Publikum anzieht. Nichts ist schlimmer für einen Veranstalter als ein lauter Besucher, der sagt, das habe er letztes Jahr schon gesehen. Besser ist es, man hält in einem solchen Fall die Klappe und sucht sich Objekte, die man noch nicht kennt. Vor allem sollte man versuchen, mit den Modellbauern ins Gespräch zu kommen. Das ist meist viel interessanter, als nur die Modelle zu bestaunen. Ich habe mich zum Beispiel auf der Ausstellung mit zwei Militärmodellbauern hervorragend über die Analog- und Digitalfotografie unterhalten. Das war höchst spannend. Überhaupt ins Gespräch kommen, sollte in unserer an Kommunikationskrücken immer reichhaltiger werdender Welt eine größere Rolle spielen. Die Menschen verlieren beispielsweise beim ständigen Daddeln auf dem Smartphone oder beim anonymen Rumschwallern im Fratzebook immer mehr an Kommunikationsfähigkeit. Thank you.
Bei Großveranstaltungen sollte man das mit dem Kommunizieren wollen nicht unbedingt ausprobieren. Es sei denn, man hat so viel Glück wie ich vor einigen Jahren in Dortmund, wo ich zwei holländische Modelleisenbahner, auch Fremo-Mitglieder, getroffen habe, mit denen ich sehr intensive Gespräche geführt habe. Es war einfach ansteckend, wie die Leute über ihr Hobby geredet haben. Besser für dieses Experiment geeignet sind die kleinen Veranstaltungen, wo es deutlich ruhiger und auch viel familiärer zugeht. Man kann sich bei einer Tasse Kaffee in Ruhe über das gemeinsame Hobby unterhalten. Und wenn man es dabei schafft, über den eigenen Hobbytellerrand zu schauen, kann man außerdem noch sehr, sehr viel hinzulernen. Ich weiß nicht, ob man es als Warnung verstehen sollte. Faszinierende Gespräche über Modellbau und Modellbahn können extrem ansteckend wirken. So soll es doch sein, oder? Thank you.
selber der Räder und die Bomben hinstellen. Dann geht das zur Wache. Das ist wichtig. Messerhalle 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der Chef. Ich weiß nur, dass die Kopfstücke, die haben nur noch. Also das weiß ich. Ich brauche mir die Länge rein, nur so wie es aber am besten gepasst hat. Wir fahren immer auf die Hand und mit dem Motor. Thank you.
Ich habe einen Kutscher bestellt hier.